Hallo, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Eismodell Nummer 2. Wir befinden uns hier im Obergeschoss der Weinenden Witwe bei dem Händler Karl Hyrat, glaube ich. Und nehmen wir mal ein bisschen aus, ne? Also bevor ihr mit jemandem sprecht, mal ausnehmen. Das ist so standardmäßig. Ist auch eine verschlossene Truhe, F6 was, ne, F7 was. Zack. Na, komm her. Wow, toll. Und wenn ihr gute Ohren habt, dann hört ihr irgendwann eine Frau jammern und weinen. Aber dazu später mehr. Also das Zimmer lassen wir mal aus. Weil wir müssen ja nicht irgendwelchen weinenden Frauen helfen. Pff, Machos! Nicht mal. Kommst du her? Ui, ein Meisterdolch. Ah, okay. Dann zeige ich euch das nochmal kurz. Das ist nämlich ein Dolch Meisterarbeit. Und er hat einen Angriffsbonus plus 1. Also es gibt quasi von allem Meisterarbeit. Von Bolzenmeisterarbeit, Speermeisterarbeit. Von Schilden glaube ich nicht, aber von Streitaxtmeisterarbeit und so Quatsch. Und die haben halt dann immer plus 1 auf dem Angriffsbonus. Anstatt normale Dolche, die haben eben das eben nicht. Aber es ist nicht magisch. Ist nur so Meisterarbeitzeug. Gehen wir zu weit entfernt. Okay, geben wir es später. Geben wir es einfach ihm. So, hat sich erledigt. Ja. Also ein bisschen besser, aber mein Gott. Wir kriegen eh nachher In noch Ordnung. unglaublich praktische Sachen. Bin schon dabei. Dreht ins Licht. Nee. So, dann haben wir das erledigt. Und wir sprechen mal mit unserem guten Freund Karl. Bin Gott, noch schon ein Junge dabei. mehr. Aber ich habe, glaube ich, schon eine Idee, wie ich ihn spreche. Hallo Karl. Ja, wir kommen da, wo sie hier der Wein soll hier. Ein großer Haufen voll Söldner, friss auf den Pfiff, das ist aus dem Süden, ne? Ach du Kacke. Ja, vielleicht wisst ihr, wo man hier Tagesarbeit finden kann? Man kann mit dem Vergießen vom Blut eine ganze Menge Gold verdienen. Ihr kommt da schwer gerüstet nach Fargus und habt davon nichts und habt nichts von den dreckigen kleinen Ratten gehört. Ja, wir haben alle umgebracht. Ich bin bereits auf einen Trupp Goblins gestoßen. Das war das Letzte, was sie gesehen haben. Wisst ihr über sie was? Ha, sie nagen wie die Geier an der Stadtmauer von Targos. Schloss Albrecht macht sich große Sorgen. Kommen die Goblins im Winter, wird das kommende Jahr ganz finster. Ich wollte gerne rein, ne? Hat noch immer gestimmt, das alte Sprichwort, ne? Jo, ich suche mal komischerweise ein Zimmer. Habt ihr ein freies Zimmer? Ja, hier gibt es eine Menge Unterkünfte für euch. Ich habe auch überhaupt keine Gäste, wie ihr schon gesehen habt im oberen Dings. Also ich bin voll gut besucht. Ich habe hier die drei Hunde, die faul um mein Feuer flacken. Die sind gerade meine besten Kunden, aber sie zahlen leider nichts als einen Haufen schöner Dinge. Oh Gott, es gibt eine Menge Unterkünfte. Sucht euch einfach einen Raum aus und halt bis auf den verbarrikadierten Raum im ersten Stock, ne? Da habe ich meine geheime Rauschgift-Pornos. Nee, da ist was ganz Böses drin. Wenn ihr einen Preis zusagt, dann könnt ihr euch da einziehen. Könnt ihr euch, ich gebe euch einen Schlüssel, könnt ihr einziehen, wie ihr wollt. Könnt ihr auch lackieren und streichen euer Zimmer, ist mir vollkommen wurscht. Was ist mit diesem verbarrikadierten Raum? Ach, scheiße, jetzt hat das gemerkt. Ja, ich kümmere mich nicht drum. Es ist eine traurige Ballade von einem schwermütigen Baden. Also wie? Voll die Metapher und so. Ey, ihr habt im Moment andere Sorgen. Ja, mit jedem Geistertrick versuche ich es mal. Ihr habt im Moment andere Sorgen, als euch mit einem mit solchen Geschwätz die Ohren voll zu schwafeln zu lassen. Ich lasse mir gerade mit so einem Geschwätz die Ohren voll schwafeln, aber egal. Ja, ich würde das schon gerne wissen, das mit dem Rauschgift und Pornos. Von wem habt ihr denn, vor allem wenn ich hier übernachte, versteht? Na gut, also, wie ist es denn? Ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Also, es ist eine Frau vor langer Zeit in diesem Raum gestorben. Ja, jetzt habe ich es, genau, gestorben. Und hat darauf gewartet, dass ihr Mann vom Duallon zurückkehrt. Doch er fiel in einem Sturm zum Opfer, genau. Und das arme Weibstück. Ja, genau. Die wirft sich doch aus dem Fenster. Die Klippe runter. So war es, genau. So ist passiert. Ja, könnt sie noch mitten in der Nacht weinen hören? Memo an mich. Ich muss hier irgendwelches Jammern installieren. Hab den Raum verbarrikadiert, um ihre Trauer zu respektieren. Genau deswegen habe ich den Raum hier zugesperrt. Um die Trauer von der Frau zu respektieren. Genauso sehe ich auch aus. Ist eine traurige Geschichte, ja, keine Frage. Ey, wenn ihr irgendwie helfen könntet, hey, dann würde ich es tun. Memo, Geist besorgen. Ja, es könnte schon sein, dass ich hier irgendwie helfen kann, aber hey, wenn ihr wollt, ich kann mich um die Angelegenheit mal gleich kümmern. Gib mir den verdammten Schlüssel, Mann! Ja, wirklich? Ey, dann nimm bitte den Schlüssel in den Raum.
Nein, jetzt hat er mich selber reingelegt. Verdammt, ey. Ja, gut, Jo, damit könnt ihr auch den Schutzzauber an der Tür vorbei und, bitte fasst nichts an und schaut nicht in die Schränke und vor allem nicht unter das Bett. Wenn es euch gelingt, der armen Seele ihren Frieden zu geben, dann wäre ich euch wirklich dankbar, Mann. Hey, meist kann man sie in der Nacht klagen hören. Das ist vermutlich die beste Zeit, um sie zu sehen. Ich will auch ein bisschen Zeit rausschlagen. Ein Schutzzauber an der Tür? Was für ein Zauber? Jo, das ist eine lange Geschichte, mein Freund. Naja, ich hatte einen Priester des Myrkul hier. Der hat das Ding halt an die Tür geritzt. Oder sich auf seinen Unterarm. Ich weiß es auch nicht. Jo, das hat aber auch nichts gebracht. Ja, toll. Du hast einen Priester dafür bezahlt, dass er irgendwas reinritzt, was nichts bringt. Supi. Na gut, welche Zimmer habt ihr frei? Und wir sind in einem weiteren Bildschirm, den Zimmerbildschirm. Hier könnt ihr auch ausruhen, aber effektiver. Das heißt, ihr braucht weniger Zeit, um das Gleiche zu erreichen. Könnt ihr hier aussuchen, ob schäbig oder Standard. Hochwertig, glaube ich, wenn ihr... Gott, wie war das nochmal? Entweder wenn ihr scheiße viel Gold habt oder berühmt seid. Oder wenn ihr... höfische Makro-Dings da, war das irgendwas? Ne, egal. Auf jeden Fall gibt es spezielle Möglichkeiten, wie ihr das auch wählen könnt. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das eigentlich nie in Anspruch genommen. Ich schlafe immer im Freien. Genau. Nicht in so Betten oder sowas. Puh, Luxus. Genau. Also könnt ihr die machen, wenn ihr wollt. Und wir gehen mal zu der Frau, die jetzt komischerweise doch da ist. Vielleicht kann er einfach zaubern. Hallo Frau. Ach ja, wir bräuchten... ich zeig's euch dann. Also wir hätten die Tür auch so nie aufgebracht. Versteht ihr? Hopp! Patz blitzt eine Frau. Oh, wo seid ihr, mein Geliebter? Traurig, traurig, Flynn. Wen sehen da meine traurigen Augen? Nicht meinen Donovan, sondern ein Mann aus Fleisch und Blut. Verdammt, wie hat er das gemacht? Na gut, ich bin nicht dieser Donovan, von dem ihr sprecht, Geist. Wer seid ihr, dass ihr an diesem Ort spukt? Okay. Falls ihr einen Kleriker habt, könntet ihr allein durch euer Wort diesen Geist vertreiben. Das heißt, es gibt eine Option, wo einfach draufsteht, hey, ich bin Kleriker, ich habe hier die größeren Eier und ich vertreibe dich jetzt mal, okay? Dann würdet ihr Erfahrung kriegen, aber nicht zu viel. Und dann wäre der Geist weg und das Problem gelöst. Aber wir wollen hier uns einfühlsamer machen. Es geht ja schließlich um Frauen. Also nicht sofort vertreiben, sondern hier erstmal reden. Ha, toll. Okay. Ich bin nicht dieser Donovan, von dem ihr sprecht, Geist. Wer seid ihr, dass ihr an diesem Ort spukt? Als ich noch... Entschuldigung. Als ich... Wie spricht man Frauen? Als ich noch lebte, trug ich den Namen Vera. Doch jetzt ist der Name Schall und Rauch. Ihr hättet nur einen Wert gesprochen von den Lippen meines Gemahls und nicht von eurem hässlichen Mund hier, ihr Krüppel. Wow, yo, warum meint ihr überhaupt... Ich weine überhaupt nicht, verdammt, aber die Trauer verschlingt mich. Ich vergieße meine Tränen für meinen verlorenen Gemahl. Hey, kommt denn jedem Satz vor? Ah, er versprach, zurückzukehren. Doch ich warte noch immer. Ja, komisch, dass ihr gestorben seid und er kommt nicht zurück. Wahrscheinlich ist er schon... Egal, ich kann euch nicht helfen. Wenn ich einen Weg finde, kehre ich zurück. Weinen. Donovan! Oh Gott, Gott sei Dank. Gut, jetzt müssen wir nochmal mit ihm sprechen und sagen, dass der Geist hier komisch rumweint und rumflennt. Wir haben hier, genau. Konntet ihr diese armen Frau schon Ruhe schenken? Donovan! Okay, dann noch nicht. Jede Stunde, die sie hier ist, nagt an meinen Nerven, verdammt, weil die ist ja schon so lange hier und ich erst 5 Minuten herbeigezaubert. Und ihr Gejammer ist ja noch schlimmer geworden, seitdem ihr hier seid. Verdammt nochmal, was habt ihr gemacht? Ich habe keine Ahnung, wie ihr das mit dem Geist gemacht habt, aber sie schien auf euren Gemahl zu warten. Auf ihren, nicht auf euren. Oh, ups, Entschuldigung, wollte ich nicht dissen. Auf ihren Gemahl zu warten. Wisst ihr, um wen es sich dabei handeln könnte? Ja, um Donovan, du dämlicher Idiot, na egal. Ah, ein Fischer. Er ist Donovan. Ich nenne ihn mal Donovan. Donovan, glaube ich. Ein wenig schwerfällig. Versteht ihr? Schwerfällig. Nee, okay. Aber ein anständiger Bursche mit einem großen Herz. Ich weiß das, denn ich habe sein Herz schon mal gesehen. Egal. War meist unten im Seebären zu finden. Ging bei einem Sturm im Meer Dualdon verloren. Ist vermutlich ersoffen, der arme Kerl. Ja, wenn er bei dem Sturm im Meer verloren ging, dann ist es doch klar, dass man säuft, oder? Was denn sonst? Na egal, ich verstehe, seine Leiche also nie gefunden? Eigentlich nein, nee. Ich hatte nichts davon gehört. Die meisten Leute meinen, er wäre ertrunken.
Ja, ach nee, offenes Meer, Schiff, Unglück, Sturm. Natürlich ist er ertrunken. Aber vermutlich hat er zu viel gesoffen. Und mit einem rauen Wetter am See werden die Stürme dann, ja, ihr wisst schon, ne? Nun, ich könnte ja denken, wie es passiert ist. Yo, was ist mit diesem Schiff? Ja, am Grund des Meeres Dualdon gibt es eine Menge Wracks, hä? Werden immer mal wieder von Trümmer angespült und so. Aber wenn ihr den Namen von dem Schiff kennt, könntet ihr vielleicht ein Stück davon finden. Jo, wer könnte den Namen vom Schiff denn erkennen? Goha! Der Schankwirt unten im See, erinnert sich vermutlich immer an den Namen. Denn er hat so ein geiles Gedächtnis. Geht, hängen ja eh viel Schiffstrümmer im Seebären. Ach gut, dann gehe ich mal Goha finden. Ja, danke. Alles klar, das machen wir dann auch. Und gehen Goha finden. Gut, dieser Quest ist ein bisschen mehrteilig. Genau, und deswegen habe ich es gemacht, weil wir eh zum Hafen müssen wegen dem nächsten Quest. Jetzt sprechen wir mit dem anderen Dicken. Ihr müsst echt aufpassen, dass ihr die zwei nicht verwechselt. Epische Musik! Runter. So, jetzt muss ich leise sein. Hallo Lumba! Yo, bei den neuen Gönnern! Was jetzt? Was zum... Ja, wenn ihr wegen dem Holz hier seid, dann habt ihr hoffentlich etliche Leute mitgebracht, die tragen helfen können. Wenn ihr hier nicht etliche Leute mit anpacken, kriegen wir das nie vom Kram bis zu den Mauern. Hey, ja, ich habe jetzt schon mal, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, Mann, dass man, dass es doch endlich jemand begreifen müsste. Ja, wir sind die Ersten, mit denen ich es gesagt habe. Es hilft nichts, wenn ihr das jedem einzeln immer sagt. Ihr müsst schon es einem mehrmals sagen, damit was hilft. Egal, ihr seid Grundfall, oder? Olaf hat mich geschickt, um zu fragen, wie es mit der Holzlieferung steht. Ha, wie es aussieht, hey, hey! Ich frage euch, wie es aussieht, na? Ich benötige eine Menge Männer, um dieses Holz hier zu befördern. Aber was noch viel wichtiger ist, als dieser verdammte Kran hier repariert wird, ne? Wenn das nicht geschieht, dann wird die Palisade, die Crail haben will, nie fertiggestellt. Sagt ihm das. Wie könnten wir denn helfen, es dorthin zu schleppen? Ich würde 2 Dutzend Männer benötigen, also 14, um es euch dort dorthin zu schaffen. Der Kran selbst funktioniert auch nicht. Hey, ich kann also kein weiteres Holz die Klippe hinauf befördern. Verdammt, ich hätte diesen Vertrag nie abschließen sollen mit diesem italienisch aussehenden Typen, der mit dem Smoking und so. Was ist mit dem Kran? Hey, das ist genau das, was ich auch wissen will. Hey, ich kann niemanden finden, der den Betrieb des Krans überwacht. Ja, ich kann nicht einmal jemanden finden, der ihn überhaupt reparieren könnte. Ha, bei den Göttern, ich könnte platzen vor lauter Ärger. Ach gut, wir können euch nicht helfen, Mann. Wenn wir jemanden finden, der euch helfen kann, dann schicken wir ihn. Dann müssen wir, glaube ich, wieder hoch und mit Olaf reden. Der uns dann zu seinen Verwandten buxiert, nämlich Jorun. Genau, gehen wir erstmal wieder hoch. Ach, perfekt, dann cutte ich nämlich da oben und versuche das mit den Bogenschützen nochmal zu regeln. Genau, dann mache ich es so. Ach, es löst sich wieder alles in Wohlgefallen auf. Hallo Thomas. Na, wo soll ich denn euch? Wie habe ich denn gesprochen? Ja, wo soll ich euch denn hinbringen, Mann? Ja, zur Palisade. Hopp, 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 hopp! Epische Cutscene kommt nicht. Sondern ein Ladebildschirm. Haha, verarscht. Ladevorgang. Yo, bist du auch drin? Das könnte ich mit geschlossenen Augen. Oh, jetzt ist mein Ton ein bisschen leise, aber die Folge ist eh gleich zu Ende. Ich gehe nun mal hier hoch, speichere dann vor diesen 2 Pappnasen und dann schaue ich mir offscreen um, wie das geht mit dem Bogenschießwettkampf, wie man den maximalen Profit rausschlägt. Rausschlägt. Und genau, perfekt zum Speichern. Eine Minute hätte ich, glaube ich, noch, aber gut. Das verkraften wir doch. Wir speichern und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es darum geht, diesen beiden Typen möglichst viel abzuknöpfen an Geld und so. Jo, bis dann, Servus und Ciao.